Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Im Namen des Forum Mobilkommunikation darf ich Sie zur heutigen Diskussionsrunde begrüßen. Und ich darf auch gleich nahtlos an unsere Moderation übergeben. Herr Marvin Wolf vom ORF wird uns durch diese Diskussionsrunde führen und Ihnen auch die Diskutanten des heutigen Abends vorstellen. Entschuldigung. Eine kurze Anmerkung noch zum Housekeeping. Wir haben für die Diskussionsrunde und den Impulsvortrag ungefähr eine Stunde, bei lebhafter Diskussion ein bisschen länger vorgesehen. Und wenn Sie Fragen stellen, haben wir dafür auch noch einen Zeitraum vorgesehen. Und im Anschluss an die Diskussionsrunde dürfen wir Sie dann noch zu einem kleinen Buffet einladen und hoffen, dass Sie dann noch lange für Gespräche auch Zeit haben. In diesem Sinn, einen schönen Abend und bitte, Marvin. Vielen Dank. Dankeschön. Auch von mir ein herzliches Willkommen und freue mich sehr, dass ich auch heute dabei sein darf. Ein Thema, das nicht nur uns, nämlich uns Kunden und Konsumenten oder uns Journalisten im ORF oder überhaupt auf der ganzen Welt, die etwas so anwenderfreundlich orientiert sind, auf der Zunge brennt, natürlich das 5G-Netz. Ja, 5G, das Herz der industriellen Revolution des 21. Jahrhunderts, unser heutiger Diskussions- und Thementitel. Wohin treiben die neuen Technologien Österreichs Wirtschaft oder wahrscheinlich überhaupt die globale Wirtschaft? Dazu darf ich die Herren bei mir auf der Bühne auch natürlich kurz vorstellen. Viele von Ihnen kennen Sie eh. Ich beginne ganz außen. Und zwar ist das der Head of Strategy bei 3 Hutchinson, Herr Mario Peyer. Vielen Dank fürs Kommen. Dann, ja. Zu meiner Rechten der CEO und CTO von A1, Herr Markus Grausam. Vielen Dank, dass Sie auch da sind. Zu meiner Linken, der ehemalige CTO, aber immer noch T-Mobile, auch herzlich willkommen, Rüdiger Köster. Und da komme ich gleich zu unserem ersten Programmpunkt hier bei uns. Und zwar freuen wir uns auf einen Impulsvortrag, und zwar von Industrie 4.0 ist heute bei uns Herr Roland Sommer. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und ich darf Sie gleich bitten, mit dem spannenden Thema natürlich, was da auf uns zukommt, wie sich unser Leben da verändern könnte, zu beginnen. Wir sind hier am Donauturm und man sieht von oben herab auf Wien und ich werde so einen Blick auf verschiedene Technologien Ihnen jetzt bieten. Insgesamt 7 Technologien und 3 nicht technologischen Faktoren. 5G ist dabei, aber es gibt auch ein paar andere Technologien, die auch nicht ganz unbedeutend sind, möchte ich einmal sagen. Und würde jetzt in einem Schweinsgalopp über diese verschiedenen Technologien reiten sozusagen. Um jetzt einmal mit den Themenbereichen zu beginnen. IoT, Internet of Things, das Internet der Dinge. Die nächste Ausbaustufe des Internet der Dinge ist das IOX, Internet of Everything, das Internet von eh allem sozusagen, nämlich wo es um das Internet der Dienste, das Internet der Dinge und das Internet der Menschen geht. Österreich ist da gut positioniert. Wir sehen bei vielen Unternehmen, vor allem produzierenden Unternehmen, dass sie gerade diese IoT oder auch jetzt zunehmend IOX-Technologien einsetzen. Man kann sich vorstellen, Spracherkennung, dass zum Beispiel die Spracherkennung aufgenommen wird und dann beispielsweise ein Bestellvorgang ausgelöst wird. Das wäre eine mögliche Anwendung eines IOX. Oder Location-Based Services, wo das entweder das Mobiltelefon oder irgendein anderes Endgerät genau weiß, wo ich mich gerade befinde und dann Services mir aufs Handy zum Beispiel spielt, mit denen ich lokal etwas anfangen kann. Das zweite Thema ist das Thema additive Fertigung, 3D-Druck. Ein Thema, das auch schon uns lang begleitet, das aber jetzt wirklich an Fahrt gewinnt. Man kann mittlerweile schon relativ viel drucken. Man kann Kunststoffe drucken, man kann Metalle drucken. Ich habe auch schon gesehen, dass man Beton drucken kann, ganze Häuser ausdrucken. In Österreich gibt es einen Weltmarktführer, wenn es darum geht, Keramikwerkstoffe zu drucken beispielsweise. Und wir sehen auch in der Industrie, dass es mittlerweile schon ein paar Anwendungen gibt, vor allem im Prototypenbau, wo 3D-Druck eingesetzt wird. Ich war vor kurzem bei einem Maschinenbauhersteller, der Maschinen baut, wo man so Bierkisten mit diesen Maschinen produziert. Mit einem 3D-Drucker würde das 90 Minuten brauchen, bis so eine Bierkiste gedruckt wird, mit den Maschinen 5 Sekunden. Und das zeigt auch ein bisschen, wo im Moment noch die Limitationen des 3D-Drucks sind. Es dauert relativ lang. Meine These ist, dass sich eine Reihe neuer Anwendungen
in Kürze oder in Bälde ergeben werden. Eines zeigt ein großer europäischer Flugzeughersteller vor, der mit Metalldruck ganz andere Formen drucken kann, die viel stärker in Richtung Leichtbau gehen, mit Formen, die man sonst normal anders nicht fertigen kann. Möglicherweise wird das auch im Bereich der Architektur völlig andere, sehr viel natürlichere, fließende Formen geben. Viele Unternehmen setzen sich mit diesem 3D-Druck auseinander. Denken Sie nur zum Beispiel an ein Kreuzfahrtschiff. Ich nehme dann ein bisschen Metallstaub oder so mit und kann dann Dinge, die kaputt gegangen sind, am Schiff ausdrucken. Also solche Dinge kommen schon. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit einiges im Bereich dieser Technologien erwarten kann. Auch, dass sich die Algorithmen, wie man druckt, verbessern, dass zum Beispiel Teile härter sind als andere Teile, um das alles aus einem 3D-Drucker herauskommt. Oder dass man dann auch verschiedene Materialien drucken wird können. Das dritte Thema ist Edge Computing oder Cloud Computing. Cloud, wo man dann Daten in die Cloud, also in ein Datencenter, das nicht an der Location ist, wo ich mich gerade befinde, abgespeichert werden. Österreich ist, wenn man sich anschaut, im OECD-Vergleich relativ hinten nach mit der Cloud und der Nutzung von Cloud. Das zeigen auch aktuelle OECD-Daten. Es gibt eine gewisse Skepsis der Cloud gegenüber. Ich glaube aber, dass sich das in den nächsten vielleicht Monaten, Jahren auch ein bisschen verbessern wird, weil immer mehr Cloud-Services angeboten werden. Was relativ neu ist, ist das ganze Thema Edge Computing oder Fog Computing, wo man sagt, ich nehme jetzt das Produktionsbeispiel, ich generiere in der Produktion einen Haufen Daten und ich möchte nicht alle Daten in die Cloud schicken, sondern ich habe einen Prozessor, der mir schon erste Analysen auf der Ebene der Produktion macht und dann nur die Daten, die dann später relevant sind für die Auswertungen, dann in die Cloud schickt. Und diese Edge-Systeme nehmen jetzt ziemlich stark an Fahrt auf und da gibt es auch einige Anwender, internationale Anbieter, aber auch österreichische Anbieter, die da relativ weit und relativ gut unterwegs sind. Advanced Data Analytics, meiner Ansicht nach ein ganz zentral großes Thema, auch gekoppelt mit dem großen Thema Security, wo es darum geht, die Daten, die wir generieren, und wir generieren zunehmend viele Daten, nur um in eine Größenordnung zu geben, in 2 Wochen, in denen wir die Daten jetzt generieren, sind so viele Daten, wie sie von Anbeginn der Menschheit bis ins Jahr 2005 generiert wurden. Das heißt, die Menge an Daten nimmt massiv zu und die Möglichkeiten über Datenanalytik alles Mögliche herauszufinden, wird natürlich dann auch immer relevanter, vor allem wenn man dann denkt, und darauf werde ich dann später noch eingehen, auf neue Geschäftsmodelle, datengetriebene Geschäftsmodelle. Ein weiteres großes Thema ist das gesamte Thema Robotik, kooperative Robotik und kollaborative Robotik, also wo man zusammenarbeitet. Kooperativ ist, ich mache einen Schritt, dann der Roboter macht einen Schritt. Kollaborativ ist eine echte Zusammenarbeit. Es gibt schon erste Use Cases in Österreich, wenn es um das Thema kollaborative Robotik geht. Allerdings muss man sagen, dass die im Moment noch nicht besonders überzeugend sind. Stellen Sie sich vor einen Roboterarm, der irgendetwas bewegt und neben einem Menschen steht. Die Roboter sind so entschleunigt, dass sie relativ langsam fahren, um keinen Menschen zu verletzen. Das heißt, teilweise rechnet es sich gar nicht, einen kollaborativen Roboter einzusetzen, weil die Arbeitsgeschwindigkeit so gering ist, dass es keinen Sinn macht, das zu machen. Aber die Entwicklungen gehen immer weiter voran. Da geht es dann auch um so eine Art künstliche Haut, die mit Tast sofort den Roboterarm zum Stillstand bringt, etc. Da ist auch Österreich, gibt es einige sehr gute Firmen in Österreich, die da Anbieter sind. Jedenfalls glaube ich, dass wir im Bereich der Robotik in den nächsten Jahren auch sehr viel an Aktivitäten sehen werden. 5G, ich bin nicht der Experte von 5G, da gibt es ganz andere, viel berufenere Experten, Expertinnen. Nur ein Satz, wir haben in der Industrie sehr viel die Diskussion über, was sind mögliche Use Cases für 5G, wo man sie anwenden kann. Und 2, die für mich sehr überzeugend waren, die jetzt vielleicht für Österreich nicht so eine große Gültigkeit haben, ist einerseits, und da ist es schon eingesetzt, bei Ölplattformen. Das sind Jobs, die einfach sehr schwierig sind, wenn man das voll automatisiert und keine Menschen mehr auf einer Ölplattform hat, sondern das über Datencenter macht, kann mit dieser großen Menge an Daten über 5G-Technologien gut umgehen. Und das zweite ist ein schwedisches Beispiel, Untertage Bergbau. Das sind sehr viele Stäube, also auch sehr ein unangenehmer Arbeitsplatz. Und da hat man auch jetzt schon erste Ansätze, wo man mit 5G-Technologien es schafft, Bergbau zu betreiben, ohne dass Menschen dort sind. Sie werden dann noch eine Reihe an anderen Beispielen wahrscheinlich bringen. Das ist jetzt nur sozusagen aus den Use Cases heraus, bin ich noch nicht so viel über so vieles drüber gestolpert. Das große Thema künstliche Intelligenz ist eines, das im Moment, wenn man sich diesen Gartner-Hype-Cycle anschaut, also wie stark
ein Hype-Thema, das ist, ganz oben steht. Also alles ist im Moment künstliche Intelligenz und man schreibt künstliche Intelligenz fast alles zu an Möglichkeiten. Wenn man dann künstliche Intelligenz ein bisschen herunterbricht und dann nachdenkt über Machine Learning, wo man sagt zum Beispiel, ich bringe einem Computer bei, eine Katze auf einem Bild zu erkennen, da muss man dann dem Computer mehrere hunderttausend Bilder bringen und sagen, das ist eine Katze auf dem Sessel, das ist eine Katze auf dem Tisch etc., bis dann der Computer erkennt, dass das eine Katze ist oder keine Katze und dergleichen. Spracherkennung, da sind wir auch in Österreich, haben wir einige herausragende Wissenschaftler in dem Bereich, ist ein großes Thema, das immer stärker auch im Bereich der Predictive Maintenance greift. Auch Übersetzung, es gibt so eine große Suchmaschine, die mittlerweile ein sehr gutes Übersetzungsprogramm haben, das auch auf Machine Learning basiert. Interessant ist, wie man dazu gekommen ist. Man hat Kanada als Beispiel genommen, die haben nämlich sehr alle Dokumente, die öffentlichen, haben sie auf Englisch und auf Französisch und diese Dokumente wurden, der Computer wurde mit diesen Dokumenten gefüttert und so hat man mittlerweile ein sehr gutes Übersetzungssystem Englisch-Französisch, Französisch-Englisch gehabt. Derzeit, um das auszuweiten, werden gerade alle europäischen Dokumente in den verschiedensten europäischen Sprachen sozusagen Machine Learning-mäßig erfasst, um dann die verschiedenen Übersetzungen zu haben. Das ist die Basis und das System kann dann auch weitere Übersetzungen machen. Das sind jetzt so ein paar kleine Anwendungen, die, ich würde jetzt einmal sagen, die Königsklasse ist, dass man Entscheidungsvorbereitungen durch künstliche Intelligenz ermöglichen kann. Das heißt, dass man auf Basis von historischen Daten, das können irgendwelche Daten rein, und statistischen Analysen, die in Richtung Zukunft gehen, einmal erste Entscheidungen vorantreiben kann oder vorschlagen kann, um den Menschen zu helfen, dann einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Und was ich auch vor kurzem gelernt habe, es gibt sogar die Möglichkeit, faster than real time zu sein, nämlich dass man real time mehrere Entscheidungsmöglichkeiten vorgesetzt bekommt. Also da gibt es sehr viel Potenzial auch in der Technologie. Das waren jetzt 7 Technologien, wirklich sehr, sehr schnell drüber, mit dem Versuch auch ein bisschen zu zeigen, wo Österreich steht. Und meiner Ansicht nach gibt es noch 3 wesentliche Faktoren, wo die Technologie eine ganz, eine starke Rolle spielt, aber die Technologie alleine nicht das ausschlaggebende Moment ist. Das eine ist die Auswirkung dieser Technologie, wenn ich sie in einem Betrieb implementiere, auf die Organisation. Das ist ganz entscheidend, weil sich teilweise durch die Technologie auch Entscheidungen verändern, Verantwortung verändert. Wenn zum Beispiel 2 Maschinen untereinander sozusagen ausmachen, ob ich jetzt das produziere oder das produziere und der Mensch keinen Einfluss mehr hat, dann hat auch die letzte Verantwortung nicht mehr der Mensch, sondern die Technologie. Und da gibt es viele Beispiele, wo man sieht, dass einerseits gute oder auch nicht so gute, ob man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen hat, dass sie auch ein Verständnis für die Technologie haben, teilweise auch große Ängste haben, dass die Technologie ihnen den Job wegnimmt, dass man das einfach adressiert. Aber es gibt andererseits auch sehr, sehr gute Beispiele. Es gibt zum Beispiel ein großes Unternehmen in Tirol, wo man gemeinsam es geschafft hat, ein hohes Verständnis für die Einführung von neuen Technologien zu schaffen. Der zweite Aspekt in dem Bereich ist, wir alle haben sehr viel Know-how und teilweise wissen wir gar nicht, welches Know-how, welches Wissen, welche Expertise wir haben und wird immer entscheidender aber, dass wir dieses Know-how in irgendeiner Form kodifizieren. Da kann Machine Learning helfen, nämlich das Erfahrungswissen der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man es auch einfach für andere nutzbar machen kann. Da gibt es auch mittlerweile schon einige Technologieansätze, um das zu ermöglichen. Der Punkt ist meiner Ansicht nach, wir in Österreich haben sehr viel Produktions-Know-how, auch in diesen Technologien, dass man das in irgendeiner Form nutzt, weil das, glaube ich, ist ganz entscheidend dafür, dass der Wirtschaftsstandort Österreich auch weiterhin erfolgreich sein wird. Das zweite große Thema ist das Thema Führung 4.0. Irgendjemand hat gesagt, interessanterweise ein Gewerkschaftsvertreter, wir befinden uns in einem postheroischen Zeitalter. Es geht nicht mehr darum, aus der Kraft der Hierarchie heraus, dass ich eine Entscheidung treffe, sondern Kraft Überzeugung, Kraft Persönlichkeit, dass ich eine Vision vermitteln kann. Und manche Funktionen, die bislang ein Manager sehr stark gehabt hat, zum Beispiel informieren, nimmt ab. Es wird nie null werden, aber nimmt ab, weil man teilweise am Rechner selber schon Informationen bekommt,
bei einem Handheld beispielsweise Informationen bekommt. Das heißt, die Funktionen, was eine Führungsperson tun muss, ändert sich ganz stark. Ich komme aus Industrie 4.0, da ist das große Thema Losgröße 1 in der Produktion. Und mein Gefühl ist, dass bei HR-Abteilungen das Thema Losgröße 1 auch immer wichtiger wird, nämlich dass ich die Menschen individuell weiter Training anbiete, gemäß ihren ganz individuellen Kompetenzen und Qualifikationen. Und das dritte große Thema ist das Thema neue Geschäftsmodelle. Egal zu welcher Veranstaltung man geht, es geht immer um die neuen, meistens datengetriebenen Geschäftsmodelle. Wir sehen hier drei große Trends. Das eine ist, es gibt eine Entwicklung von der Hardware hin zur Software. Nicht mehr die Hardware ist der entscheidende Faktor, sondern die Software. Ich kann zunehmend Geräte, Maschinen, was auch immer, individualisieren. Das Mobiltelefon ist ein gutes Beispiel. Kein Mobiltelefon, wenn man sich die Apps anschaut, gleicht dem anderen. Wir sehen das zunehmend bei Eiskästen, Kühlschränken, bei Fahrzeugen und so weiter. Und da wird noch sehr, sehr viel mehr kommen. Das zweite ist das Thema vom Produkt zur Dienstleistung. Ich muss mir keinen, das gibt's wirklich, ich muss mir keinen Hund mehr kaufen, sondern ich kann ihn einfach mieten, wenn ich gehen möchte. Dog as a Service, natürlich gibt es Software as a Service und Mobility as a Service und was auch immer, aber auch immer skurrilere Dinge, eben wie den Hund. Und das dritte ist, es geht immer weniger darum, dass ein Produkt mit einem anderen Produkt in Konkurrenz steht, sondern dass ganze Plattformen in Konkurrenz zueinander stehen. Das heißt wirklich vom Produkt zur Plattform. Und wir sehen einfach einen großen Wettbewerb bei Plattformen. Jetzt im Mobiltelefonbereich gibt es einfach zwei große Anbieter, also Apple, IoT und Android. Ich habe noch ein Windows Phone, interessanterweise, aber das ist ein Betriebssystem, das sich nicht wirklich durchgesetzt hat. Leider, muss ich sagen, große Usability. Und wir sehen aber auch im B2B-Bereich immer mehr dieser Plattformen, wo es darum geht, wenn ich Konkurrenten, Mitbewerber, Kunden, Lieferanten auf diese Plattform bringe, dass ich dann vielleicht stärker bin als andere Plattformen. Das heißt, wirklich ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Plattformen. Das wäre jetzt einmal ein ganz, ganz schnell, quick and dirty Flug über verschiedene Technologien und nicht technologische Faktoren. Und ich freue mich auf eine interessante Diskussion. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Sommer, über diesen Flug. Und das macht Lust auf Technologie, Technologien und natürlich deren Anwendungen in den verschiedensten Bereichen. Aber um das gut und besser funktioniert, braucht es natürlich die Infrastruktur. Braucht es natürlich ein schnelles oder anscheinend noch schnelles oder immer schnelleres Netz. Meine Herren, jetzt ist natürlich brandaktuell 5G. Erst vor wenigen Tagen gab es da die Auktionsverkündung, die Zuschläge für Ihre Firmen. Wo stehen wir da heute? Jetzt ist die Frequenzvergabe passiert. Ihr habt schon die Schaufeln in der Hand, ihr habt die Schraubenzieher schon in der Hand. Wie ist da der Fahrplan, Herr Grausam, für die nächsten Wochen, Monate in Österreich? Eine Schaufel habe ich noch keine in der Hand. Ja, stimmt, was Sie gesagt haben, und ich glaube, es ging ja in Österreich durchaus durch alle Medien. Der erste Teil der 5G-Frequenzen wurde versteigert, das 3,5 GHz-Spektrum. Jetzt erfolgt dann die Zuteilung in den nächsten Wochen und Monaten. In den letzten 1,5 Jahren, glaube ich, haben wir sehr, sehr viele Experimente und Trials unterschiedlicher Betreiber, wo jeder am Anfang die Technologie ausprobiert hat, im Labor dann erste Feldversuche gemacht hat, auch Use Cases gezeigt hat. Vielleicht können wir später dann noch auf Use Cases eingehen, neben dem Bergwerk und der Erdöl-Plattform. Und jetzt geht es los, das Netz auszubauen, quasi die Basis oder die Infrastruktur für, und Sie haben es, glaube ich, genannt, das Herzstück der industriellen Revolution oder für die Basis der Digitalisierung zu schaffen. Gibt es da einen Zeitplan, von dem man sprechen kann? Weil Österreich, aus Erfahrungswert wissen wir ja, okay, wir sind da begünstigt, weil wir im europäischen Vergleich oder ein relativ kleines Land sind. Das heißt, wenn Sie mal anfangen, dauert es nicht besonders lang, bis wir eine gute Abdeckung in Österreich haben, oder? Ich glaube, das hängt. Also man kann aus der Vergangenheit Rückschlüsse ziehen, hängt da stark von den Rahmenbedingungen ab, von regulatorischen Rahmenbedingungen, von politischen Rahmenbedingungen, wie teuer es ist, wenn man Miete bezahlen muss für Standorte und ähnliche Dinge.
da wurde einiges im letzten Telekommunikationsgesetz geregelt, aber sicher noch nicht alles, was wir brauchen. Ich glaube, wenn man die 4G-Technologie hernimmt, hat es 4 bis 5 Jahre gedauert, bis man flächendeckend war, oder 5 bis 6 Jahre gedauert, bis es flächendeckend war. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann kann das durchaus bei 5G im gleichen Zeitraum passieren. Jetzt ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, oder den man im Vorfeld schon gehört hat, Herr Köster, das wird anders aussehen als die Umrüstung oder der Umbau von 3G auf 4G. Der Schritt auf 5G, da hört man von viel, viel mehr Antennenstandorten, die sind dafür viel, viel kleiner, die muss man sich vorstellen wie WLAN-Antennen, aber dafür unterm Hausdach versteckt oder in der Straßenlaterne. Was kann man aus heutiger Sicht da schon sagen? Ich glaube, da gab es im Vorfeld in den Diskussionen auch viel Annahmen, die man ein bisschen noch korrigieren muss. Also im ersten Jahr wird der 5G-Ausbau sicherlich auf den existierenden Standorten geschehen. Mit der 3.5/3.6-Technologie werden die jetzigen Standorte erstmal ausgestattet. Das geht deswegen, weil man im Uplink 1800 nutzt. Und Uplink ist eigentlich etwas schwieriger, weil man natürlich vom Handy hochzukommen aufs Netz schwieriger ist als umgekehrt. Deswegen werden die jetzigen Netze erstmal so weiter genutzt werden. Abhängig von dem Verkehr, von der Nutzung, muss man dann schauen, wie schnell und wann man in Mikrozellen gehen muss. Das hängt ein bisschen davon ab, wie stark der Verkehr sich konzentriert. Das ist gerade natürlich eine Technologie für Städte, wo es vielleicht von der Verkehrsdichte noch größer ist. Da kann es durchaus sein, dass man in den nächsten Jahren einfach da auch in Small Cells zu gehen. Das ist aber nicht das, womit wir anfangen. Also erstmal geht es natürlich schon darum, 5G auch ein Stück weit in die Fläche zu bringen. Dazu braucht man dann nächstes Jahr auch die anderen Frequenzen, 700, 1500, dann auch irgendwann 2.1, um dort auch gute Flächenversorgung hinzukriegen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung an den Regulierer, also Untertageversorgung bitte jetzt nicht in die Anforderungen aufnehmen, so weit sind wir noch nicht. Da brauchen wir dann vielleicht noch niederwertiges Spektrum für. Also bitte keine Untertageversorgung vorschreiben. Wir haben erstmal genug damit zu tun, die jetzigen Verpflichtungen, das sind 300 Sites bis nächstes Jahr und dann nochmal 1000 Sites bis Mitte 2022. Die werden auf jeden Fall ausgebaut, das ist die Versorgungsverpflichtung. Weiterer Ausbau hängt natürlich dann ein Stück weit auch von den Anwendungen ab, weil wir sind natürlich Enabler, wir bauen die Basis für all die Anwendungen, die sehr schön beschrieben wurde gerade. Und die Anwendungen müssen natürlich mitwachsen und müssen dann auch in Summe eine vernünftige volkswirtschaftlichen Sinn ergeben. Und da glauben wir alle dran, weil Digitalisierung, all die Themen, die Sie hatten, kommen. Und wenn die Enabler nicht da sind, dann wird es aufgehalten. Und das ist natürlich schlecht für eine Volkswirtschaft. Und ich finde, gerade Österreich hat da viele Chancen. Noch sehr innovative Unternehmen, die immer wieder auch sehr Weltmarktführer werden können in ihren Nischen, die sie besetzen. Und dafür wollen wir die Basis liefern. Mhm. Herr Payer, Head of Strategy, Frage. Sie wissen ja aus den vergangenen Jahren auch, da gab es ja mal so eine Pause, als es da den Zusammenschluss gab damals von One und 3. Da hatten wir sozusagen Entwicklungsstillstand ein paar Monate. Da ging nicht so viel weiter im europäischen Vergleich jetzt, sagen wir mal, weil wir nicht durften, lag nicht an österreichischen Unternehmen. Aber wo stehen wir denn heute im internationalen Vergleich? Haben wir das längst aufgeholt? Liegen wir wieder im Spitzenfeld, wenn man es jetzt vergleicht? Also ich würde es nicht Stillstand in einer Pause. Wir haben da klarerweise Herausforderungen gehabt, die Unternehmen zusammenzuführen, die Integration durchzuführen. Aber im Endeffekt ist es trotzdem weitergegangen, weiter vorwärts. Wir haben in Österreich eine sehr gute Position international. Wir haben einerseits sehr gut ausgebaute Netze. Wir haben 4G überall mehr oder weniger verfügbar. Und wir sehen es auch Richtung 5G, dass wir hier vorne bleiben wollen. Und wie schon vorher erwähnt, vom Rüdiger auch, es ist sehr wichtig, dass die Rahmenbedingungen hier geschaffen werden, die regulatorischen Rahmenbedingungen, die dies ermöglichen. Neben dem Versorgung, der guten Versorgung, die wir haben, haben wir auch eine Tarifstruktur in Österreich, die für die Konsumenten sehr günstig ist. Das heißt, wir haben da eine der niedrigsten Tarife weltweit. Ist natürlich für uns als Mobilfunkbetreiber eine Riesenherausforderung, mit diesen geringen Kosten, die wir im Endeffekt haben dürfen, zurechtzukommen. Wird sich das ändern? Man hört ja auch von 5G-Netz, dass es da zum Beispiel gerade für Business Cases die Möglichkeit geben könnte, für Firmen sich Bandbreite zu mieten oder zu kaufen. Wie sehen Sie das in Zukunft? Prinzipiell ist es so, dass bei 5G es möglich sein wird, günstiger zu produzieren, das heißt, das übertragene Bit wird weniger kosten, deutlich weniger,
Und das ist auch notwendig, um die neuen Use Cases zu unterstützen, um den Datenhunger, der vorhanden ist, zu stillen. Und natürlich wird es neue Geschäftsmodelle geben. Geschäftsmodelle, die nicht mehr so aussehen, dass der Kunde in den Shop geht, ein Handy kauft und dafür bezahlt, sondern auch Kooperationen, verschiedenartige Möglichkeiten gibt es da für solche neue Geschäftsmodelle. Mhm. Auf das freut man sich, weil dann kommt das Geld der Auktion schnell wieder rein. Wobei, wie zufrieden sind Sie denn mit dem Ausgang, wenn man es jetzt zum Beispiel mit 4G vergleicht, oder? Also um vielleicht das ganz kurz ja. zu relativieren. Ja. Jetzt haben wir Spektrum ersteigert und der Preis für das Spektrum ist ja nur der eine Teil. Jetzt müssen nochmal Netze gebaut werden und auch das kostet Geld, diese Netze auszubauen. Ich glaube, wir wissen alle sehr, sehr gut oder alle Betreiber und die gesamte Branche, wie 5G oder zumindest die erste Stufe von 5G technisch und technologisch funktioniert, ob unsere Businessmodelle und Use Cases, über die wir nachdenken, dann auch funktionieren und zwar kommerziell funktionieren, das wird sich erst zeigen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Zufriedenheit ist ein relativer Begriff, sprich, mit was setzt man es in Relation? Wenn man es mit der vorangegangenen Auktion 2013 in Relation setzt, dann sind wir zufrieden. Ja. Der Punkt der verschiedenen Use Cases, Herr Sommer, Sie haben es angeschnitten. Gibt es da was, was man sich jetzt auch als Nicht-Techniker schon vorstellen kann, wo man sagt, okay, das werde ich jetzt auch als User, außer dass vielleicht meine YouTube- oder Videoseite sich am Handy etwas schneller laden wird, wenn ich dann plötzlich ein 5G-fähiges Gerät in der Hand habe und sozusagen im Netzbereich von 5G bin. Wo wird man es merken im Alltag? Das ist eine gute Frage. Also ich habe vor kurzem eine Anwendung in einem produzierenden Unternehmen gesehen, wo dann immer jeder einzelne Schritt eines Roboterarms kalkuliert wurde. Und da war niemand dazwischen, dann 1,5 Minuten, er hat gerechnet und dann hat er irgendetwas gemacht. Und jeweils individuell, wo der Arm gestanden ist, geht er so und nicht so und dreht sich dann. Und die Bediener konnten nicht vorhersehen, wie sich der Roboterarm entwickeln wird, in welche Richtung er sich bewegen wird. Und die große Schwierigkeit, die ich auch selber persönlich habe, ist, die Use Cases aus der Produzieren, und da sieht man in der Produktion, werden einfach zunehmend viele Daten generiert. Wenn man sich vorstellt, es ist eine große Produktionslinie und früher hat man vielleicht einen Sensor gehabt, jetzt sind pro Maschine 10, 20 Sensoren und so weiter. Teilweise Bilderkennung, Video und so weiter, wo man Qualitätssicherung hat. Da entstehen schon sehr, sehr viele Daten. Und dann bietet natürlich 5G eine gute Möglichkeit, sehr flexibel im Produktionsumfeld die Maschinen zu verstellen. Wenn ich überall anders Kabeln verlegen muss, vielleicht stemmen muss, um eine Maschine zu versetzen, dann ist das recht aufwendig. Das heißt, da könnten Funktechnologien sehr gut funktionieren, wo man dann auch mit diesen zunehmenden Datenmengen umgeht. Im Alltag, meiner Ansicht nach, wenn man spricht über Ambient Assisted Living und so weiter, ich glaube, soweit ich die Technologien derzeit kenne und verstehe, kommt man auch mit 4G noch aus. Also da bin ich mir nicht sicher, aber da würde ich die Experten fragen, wie die das sehen. Ja, also 4G funktioniert hervorragend, das ist eine gute Versorgung in Österreich. Die Netze zeigen immer wieder, dass Österreich 3 Netze hat, die alle auf dem Top-Niveau sind, auch innerhalb von Europa. Das geht und das funktioniert, aber es kommt an seine Grenzen. Es wird automatisch durch mehr Datenverkehr, durch andere Anwendungen, die kürzere Latenzzeiten benötigen, an die Grenzen kommen. Und wir müssen jetzt anfangen, die Basis zu bauen für die Anwendung von morgen. Das ist einfach so, Netzbau braucht 2-3 Jahre Vorlauf. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, dann gibt es morgen, würde es Anwendungen ausschließen, die mit 5G möglich werden. Und deswegen muss man natürlich immer anfangen. Das machen wir nicht, weil die Ingenieure sich wieder was Neues ausdenken, sondern weil auch der Bedarf da ist. Und 2G, 3G, 4G, 5G hat ja alles seine Berechtigung. Donald Trump erfindet schon 6G, auch das werden wir irgendwann kriegen. Aber im Moment bleiben wir erstmal bei 5G. Da haben wir ein paar Jahre noch mit zu tun. Ich glaube, wenn man sich die Evolution der Mobilfunkgenerationen ansieht, von 2G beginnend, das war für Telefonie oder für Sprache gedacht. Dann wurde es weiterentwickelt Richtung 3G, dann konnte man das erste Mal ins Internet. Wenn man vielleicht den Haupt-Use-Case ansieht, bei 2G war es Telefonie und SMS verschicken, bei 3G war es normaler Internetzugang und ein bisschen Bilder verschicken. 4G ist eigentlich ein Netz für Videos, um ehrlich zu sein, weil über 80% des Verkehrs, der in einem 4G-Netz transportiert wird, ist Video. Und die nächste Weiterentwicklung und 5G wird ein Netz für IoT oder für das Internet der Dinge sein, weil wenn man sich anschaut, wie es 5G spezifiziert, bei Weitem mehr Bandbreite, viel kürzere Latenz oder Reaktionszeiten, eine sehr, sehr viel höhere Sendedichte, also Device-Dichte in einer
in einer Zelle unter Optimierung der Batterielebensdauer. Das heißt, man wird alles, was man vorher hatte, weiterentwickeln. Der Privatkunde wird davon profitieren, dass er unheimlich viel Bandbreite hat. Vielleicht weniger am Smartphone, weil dort wird er sie nicht brauchen. Da reicht sicher das 4G-Netz auch aus. Aber wenn ich Haushalte oder wenn ich an Internet zu Hause denke, dann wird das, so wie sich der Trend jetzt ja in Österreich schon abzeichnet mit dem Cube oder dem mobilen Breitband, wird sich das sicher fortsetzen mit 5G. Und parallel dazu wird es viele Anwendungen oder Industrieanwendungen geben, die aber erst entstehen müssen, weil erst jetzt die Basis oder sprich das Netz gebaut wird. Bitte, ja. Und vielleicht ergänzend, wenn man zurückdenkt, also in der Beginnzeit der mobilen Telekommunikation bis heute, haben wir eigentlich immer den Datenhunger, der in Zukunft kommen wird, unterschätzt. Es hat begonnen mit den analogen Netzen, wo angenommen wurde, man kann nur eine sehr geringe Stückzahl da rausbringen. Ernst Bonnig, glaube ich, ist da gut vertraut, damals, was damals in der Post- und Telegrafenverwaltung gelaufen ist. Im Endeffekt hat man viel mehr Kunden bekommen, das hat sich mit GSM fortgesetzt, das deutlich überschritten wurde, die Forecasts, die angenommen wurden, und dann mit den Datenübertragungen. Wir sehen, jedes Jahr überschreiten wir eigentlich das, was wir geglaubt hätten, und es wird sich aus unserer Sicht auch in Zukunft so fortsetzen. Und deshalb ist einfach notwendig, auf neue Technologien zu setzen. Und 5G jetzt technologisch betrachtet ermöglicht eine wesentlich effizientere Übertragung, wesentlich höhere Datenraten, neue Frequenzspektren, die hier zum Einsatz kommen, und damit kann dieser Datenhunger gestillt werden. Das wäre einfach mit den bestehenden Netzen in den nächsten Jahren irgendwann nicht mehr möglich. Eine Frage jetzt als Benutzer, weil man es auch oft schon jetzt gehört hat, die berühmten Vorteile bei 5G, diese Latenzzeit, die viel kürzer wird oder sein wird. Wo ist denn jetzt noch sozusagen, ich meine, da reden wir einerseits von Millisekunden und andererseits von Millisekunden, nur halt noch weniger Millisekunden. Wo spürt man den Unterschied, wo wird das einen Unterschied machen und wo ist jetzt noch sozusagen der Flaschenhals? Warum sind es jetzt noch mehr Millisekunden als dann? Wo ist dann die Geschwindigkeit plötzlich her? Oder wer auch immer. Ja, gern. Ja, ja. Alle Techniker hier. Also. Ja, also prinzipiell, also wir liegen derzeit mit LTE-Netzen bei irgendwo 40, 50 Millisekunden Latenz. Ist einmal jetzt so gedacht, recht, das heißt, schnell. Von einem Datenpaketsursprung bis hin und zurück. Also die gesamte Strecke 40, 50 das Millisekunden. Das kann sein am anderen Ende. Nein, am anderen Ende der Welt geht sich nicht aus, weil wenn wir betrachten, dass man da quer über den Ozean geht, dann hat man leider durch diese Übertragung dann mehr. Aber es ist ja im Prinzip der Content, der typische im Internet ist irgendwo gecached, den hat man in Europa in der Nähe und damit normalerweise hat man diese Latenzzeiten. In der Vergangenheit 3G war vielleicht bei 100 Millisekunden. Und wenn man jetzt betrachtet 4G, ist, wenn man es zu Hause auch für Internet nutzt, also über diese Fixed Wireless Access Produkte, ist prinzipiell schnell, aber wenn ein Gamer das verwendet, dann hat er keine Chance gegen einen mit einem Glasfaseranschluss oder auch einen anderen schnellen Anschluss, weil doch hier vielleicht 10, 20, 30 Millisekunden dazwischen sind und für gewisse Anwendungen ist notwendig, ist diese sehr geringen Latenzzeiten. Und 5G wird eben deutlich niedrigere Latenzzeiten ermöglichen deshalb, weil die Übertragung über die Luft, über die Funkschnittstelle hier anders gestaltet wird und hier bereits auf der Luftschnittstelle bei der Übertragung einige 10 oder vielleicht 10, 20 Millisekunden eingespart werden können und damit wir uns im Raum einmal von 10 Millisekunden bewegen. Und es wird zusätzlich bei 5G die Möglichkeit geben, für kritische Anwendungen, solche Low-Latency-Applications, dann runtergehen bis zu einer Millisekunde. Bis zu einer Millisekunde ist ja wirklich dann schon das untere Ende. Da muss der Content, wo man hin will, also eben wo man was holen will oder was hinschickt, dann sehr nahe sein, weil sonst die Übertragung allein dorthin, also wenn das ein paar hundert Kilometer ist, ist es nicht mehr möglich. Ja, und auch von der Funkübertragung ist es schon eine große Herausforderung, aber prinzipiell bis zu einer Millisekunde möglich. Für Maschinensteuerung, kritische und ähnliche Dinge in der Industrie ist es vorgesehen, automatisierte Produktion. Da gibt es Dinge, wo es wirklich notwendig ist, diese sehr kurzen Latenzzeit haben zu haben. Ich wollte gerade fragen, wo ist das wichtig, wo ist das notwendig? Muss der Server so viel 1000 Kilometer entfernt sein? Oder nehme ich dann nicht einfach den Server und stelle ihn neben die Maschine? Ja, da kommt auch teilweise natürlich dieses Edge Computing ins Spiel, wo man wirklich dann relativ nah am Netz auch
entsprechende Prozessorkapazität hat, um komplexe Berechnungen zu machen. Berechnungen brauchen viel Strom. Jeder weiß, ein Handy, Sensoren brauchen viel Strom. Wenn man da hohe Rechenkapazitäten reinpacken will in die Endgeräte, dann verbrauchen die zu viel Strom. Wenn man jetzt sehr schnelle Netze hat, im Millisekundenbereich, die dann am Edge des Netzes schon komplexe Rechnungen machen kann für Bildverarbeitung, für ähnliche Dinge, dann kann man das im Netz machen und hat da natürlich dann auch eine Steckdose, wo man den Rechner dran laufen lassen kann. Also gerade in diesem Bereich Sensorik, Predictive Maintenance, wo Bildverarbeitung passieren muss, ist so ein Edge Computing mit sehr kurzen Latenzzeiten relativ wichtig. Das sind aber, wie gesagt, sind alles Enabler, sind Möglichkeiten, diese neue Netze schaffen. Die Anwendungen müssen natürlich wachsen, aber diese Anwendungen, da bin ich wirklich überzeugt, im Rahmen der Digitalisierung kommen die Anforderungen automatisch, die werden wachsen und die Netze müssen dann vorbereitet sein. Das ist wie damals 3G, war sicherlich der schlechteste Erfolg für die Mobilfunkindustrie, weil damals hat man Videotelefonie als Beispiel genommen, das hat dann keiner nutzen wollen. Dann hat zum Glück Steve Jobs ein Gerät gebracht, wo nur ein Bildschirm drauf war und plötzlich wurde UMTS notwendig. Also die Anwendungen kommen sicherlich und ich glaube, dass 5G dann noch schneller die Anwendungen kommen, als wir es von 3G kannten. LTE ist ein Netz, was einfach benötigt wird. Wir haben es gebaut und das wird uns aus den Händen gerissen, sage ich mal, weil die Datenflut ist da, wird benötigt, wird relativ schnell schon wieder voll werden und wir brauchen auch einfach neues Spektrum, was wir gerade erworben haben. Und dieses neue Spektrum nutzt man natürlich dann mit der letzten Technologie und nutzt das Spektrum jetzt nicht für LTE, dafür kommt 5G jetzt. Vielleicht zu den Anwendungsfällen, weil wir vorher über die Untertag- oder Bohrinsel gesprochen haben und aber an viele Dinge noch relativ unklar sind, weil wir unterscheiden Consumer-Segment und Enterprise-Segment oder Business-Segment. Und ich würde jetzt Städte zum Business-Segment oder Enterprise-Segment zählen. Ich glaube, jeder Ort von Smart City, Smart Village, Smart Farming wird am Ende des Tages profitieren. Das heißt, ich habe unzählig, unheimlich viele Sensoren verbaut, die Daten generieren. Dann kommt die Kombination vieler dieser Dinge, die Sie einleitend erwähnt haben, wo Algorithmen drüber laufen, in Echtzeit Entscheidungen treffen. Sei das Verkehrsleitsysteme, man leitet den Verkehr anders oder was auch immer. Jedes Unternehmen, das ein Fabriksgelände oder ein Campus hat und Prozesse digitalisieren oder automatisieren will, wird verlässliche Connectivity brauchen. Verkabeln wird wahrscheinlich schwierig sein. Daher dort auch durchaus ein sinnvoller Einsatz von 5G. Im Privatkundenbereich wird wahrscheinlich auch in Zukunft Video und dann ist es halt nicht mehr HD, sondern 4K oder 8K eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und dann andere Dinge, und da gibt es dann, glaube ich, eine Überschneidung zwischen dem Consumer-Segment und dem Business-Segment, alles im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality, diese Dinge werden, die funktionieren jetzt auch, ja? Also nur halt nicht in der Masse oder nicht in der Menge, weil die Kapazität im Netz nicht zur Verfügung steht und bei manchen Dingen die Latenzzeit oder die Reaktionszeit zu lange ist, aber ich glaube, diese Dinge, für alle diese Dinge ist 5G die Basis oder das Netz der Zukunft. Ja, wir fragen uns ja auch schon dauernd jetzt 4K, 8K, wie scharf muss ein Fernsehbild, das ich ins Wohnzimmer bringe, noch sein? Ich sehe schon jede Pore des Nachrichtensprechers mehr als ich will. Wo ist da die realistische Grenze? Wann fängt es an, sinnlos zu sein? Nur was technisch möglich ist. Ja. Das stimmt, wann es ihm reicht. Ja. Aber ich glaube, auch heute, man wundert sich immer, man dachte immer, SD reicht schon, dann wurden die Bildschirme immer größer, dann braucht man HD, war klar. Wenn man jetzt HD hat und sieht daneben 4K, dann, das ist ja doch nochmal wieder ein Unterschied. Also ja, die Anwendungen wachsen, der Anspruch wird immer höher. Und um diesen Anspruch befriedigen zu können, braucht man natürlich die richtige Basis. Oder vielleicht auf Anwendungsfall, also ich kann Ihre Frage nicht beantworten, ich weiß es nicht, das entscheidet am Ende des Tages der Kunde oder der Konsument. Dinge, und Sie haben das einleitend, glaube ich, gesagt, Dinge sollen Sinn machen und Wert stiften, weil nur dann gelingt es, auf der internen Mitarbeiter mitzunehmen oder den Kunden davon zu überzeugen, diese Produkte zu kaufen. Aber ich glaube, dass es durchaus Anwendungen gibt. Denken Sie an ein Fußballstadion, das Sie von unterschiedlichen Perspektiven filmen und Sie als Zuschauer entscheiden, was Sie sehen wollen. Und dann wird halt nur ein Teil aus dem Bild rausgezoomt, den Sie dann immer sehen, weil Sie sagen, ich will immer die Perspektive des Balls, des Tormanns oder wer immer Ihr Lieblingsfußballer ist, ich will da jetzt nicht werten, haben. Und Sie zoomen halt aus einem großen Bild, das von mir aus in 4 oder bei Ihnen dann in 4K ankommt, nur ein Teil raus, dann brauchen Sie riesengroße Auflösung dafür. Und das wird alle diese Bandbreiten, von denen wir hier sprechen, dann in Zukunft erfordern.
Also die Fantasie, solche Anwendungs-Use-Cases natürlich zu kreieren, der ist keine Grenzen gesetzt. Technisch ist da viel möglich. Ich möchte zum nächsten Thema überleiten, nämlich welche, Herr Sommer, werden denn vermutlich die größten Schwierigkeiten und Stolpersteine auf dieser Entwicklung sein? Wir haben jetzt zum Beispiel den Use-Case, viele reden über selbstfahrende Autos. Da wird ständig entwickelt, ständig weiterentwickelt. Sensoren, ich weiß nicht, wie viele Sensoren in solchen modernen Fahrzeugen schon drinnen sind, die die Umgebung abscannen, wenn sie an einen Kreuzungsbereich hinkommen, wo dann innerhalb von Millisekunden entschieden werden muss, weiche ich nach rechts auf den Gehsteig in die Fußgänger aus oder nach links in den Gegenverkehr. Das muss man natürlich auch rechtlich abklären und sichern, bevor da überhaupt rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden können, bevor das, auch wenn es technisch möglich ist, diese gesteuerten Fahrzeuge unterwegs sein können. Wo werden denn da noch große Hürden oder Schwierigkeiten, die natürlich zu meistern sind, auf uns zukommen? Also ich glaube, die große Herausforderung der, ich sage mal, Verwaltung, Politik ist, dass sie per Definition immer hinter der Technologie herhinken muss, genauso wie die Aus- und Weiterbildungssysteme. Weil man muss erst einmal schauen, setzt sich diese Technologie am Markt überhaupt durch? Ist sie valide? Und dann kann man sich erst einmal Gedanken machen, irgendwelche Regularien einzusetzen. Und ich glaube, und das ist im Moment zumindest in der Innovationspolitik ein bisschen ein Trendbegriff, nämlich diese auf Neudeutsch Regulatory Sandboxes, wo man sagt, man schafft wirklich einen Raum, wo man manche Dinge außer Kraft setzt, um etwas auszuprobieren und dann schauen, passen die Regelungen, muss ich sie anpassen? Und das kann sein, ich muss zum Beispiel jetzt, wenn ich Fahrzeug fahre, glaube ich, die Hände am Lenkrad haben. Das ist einfach eine Vorgabe. Und da muss ich ausprobieren, geht es auch ohne, wie lang und so weiter. Und da gibt es viele Beispiele, also jetzt nicht nur beim Fahren, sondern viele andere Beispiele, wo man mal versucht, regulativ auszuprobieren, funktioniert es, was kann die Technologie leisten oder was nicht. Ein völlig anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn man sich Lifte anschaut, die müssen, ich glaube, zweimal im Jahr gewartet werden. Eigentlich kann man über IoT sagen, der Lift sagt mir selber, wann er gewartet wird. Vielleicht ist es dreimal im Jahr, vielleicht ist es einmal alle zwei Jahre. Aber da müsste ich dann auch die Regularien ändern, damit so etwas möglich ist. Und da gibt es ganz viele andere Bereiche, wo man das machen kann. Und da, glaube ich, spielen diese Regulatory Sandboxes eine sehr gute Rolle, weil das auch dazu führt, und das Lift-Beispiel ist meiner Ansicht nach ein gutes, wo man noch gar nicht drüber nachdenkt, welche Möglichkeiten es durch diese neuen Technologien überhaupt gibt, um dann auch Dinge effizienter zu machen, sicherer zu machen, userfreundlicher zu machen, etc. Schwierigkeiten, die Sie sehen, oder Hürden, die zu nehmen sind? Ist natürlich eine Herausforderung, wie vorher schon angesprochen wurde, die Use Cases wirklich auf den Boden zu bringen, zu finden. Wir sind da in Diskussion mit verschiedensten Industrieunternehmen, um hier sinnvolle Sachen zu finden, die wir auch in nächster Zeit bereits implementieren können. Herausforderungen, ja, das ganze Umfeld, wie vorher erwähnt, das Regulatorische, ist eine Herausforderung, aber prinzipiell, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg, hier Sachen zu finden und neue Dinge zu machen. Ja, ja, ich glaube, dass gerade Europa da aus meiner Sicht eine Vorreiterrolle einnimmt, weil in Europa wird viel diskutiert und wird viel auch heftig diskutiert, aber ich glaube, diese Diskussion ist notwendig, dass man einen gesellschaftlichen Konsens findet. In anderen Teilen der Welt wird das sehr viel gedankenloser gemacht. Das ist für uns nicht unbedingt leicht, diese Diskussion. Da gibt es eine Datenschutzgrundverordnung, es gibt gesellschaftliche Diskussionen bezüglich Arbeitswelten und sozialer Akzeptanz. Ich finde aber, das ist sehr notwendig, um nicht später in gesellschaftliche Probleme reinzulaufen, wenn man die Dinge nicht vorher vernünftig diskutiert und beachtet hat. Die ganzen Themen Datenschutz, Privacy und so sind Sachen, die aus meiner Sicht wirklich vernünftig ausdiskutiert werden müssen, wo es einen gesellschaftlichen Konsens braucht und wo es auch Regulatorien geben muss, die das Ganze in vernünftige Bahnen lenkt. Weil sonst hat man, wenn man gedankenlos rein in solche Entwicklungen reingeht, wird das zu einer gesellschaftlichen Ablehnung möglicherweise irgendwann führen, die keinem gut tut. Was tut denn dieser Schritt von 4G auf 5G jetzt mit unserer Sicherheit? Wird das sicherer sein, das Netz? Jede nächste Generation ist erstmal wieder sicherer als die davor. Es gibt deutlich bessere Verfahren, um auch Encryption einzubringen. Natürlich hat alles seine Grenzen, aber nach jetzigem Stand der Technik ist 5G erstmal wieder für die nächsten
hunderte von Jahren sicher, aber dann kommen vielleicht Quantencomputer. Hunderte von Jahren? Ja, nach jetzigem Kenntnisstand mindestens. Nach jetzigem Kenntnisstand schon, aber natürlich geht die Entwicklung da auch weiter, man muss immer am Ball bleiben. Aber natürlich gerade in puncto Sicherheit wird sehr viel getan, um Netze wirklich sicher zu machen, und ich glaube, die Netze selber sind nicht der Knackpunkt. Diese Netze selber sind nicht die Stellen, wo man Security-Befürchtungen haben muss, die sind vielleicht woanders. Die sind an der Mensch-Maschinen-Schnittstelle, aber nicht im Netz selber. Ich glaube, die Netze selber sind nicht das Problem, wirklich. Wo könnte das Problem liegen? Ja. Also in Summe sehe ich das genauso wie meine zwei Kollegen. Ich glaube, rechtliche, regulatorische Rahmenbedingungen sind für die Zukunft sicher Herausforderung. Wir haben vorher wirtschaftliche Rahmenbedingungen angesprochen. Es muss sich damit auch Geld verdienen lassen, weil immerhin investieren wir große Beträge sowohl in den Frequenzerwerb und dann in den Netzausbau. Die Sicherheitsthematik, die wird relevanter aus folgendem Grund, weil ganz andere Prozesse digitalisiert werden und somit ganz andere Dinge mit dem Internet verbunden werden. Nicht früher haben wir mit unseren Netzen Menschen mit Menschen verbunden. Jetzt verbindet man Menschen mit Maschinen oder Maschinen mit Maschinen und in Zukunft noch viel mehr. Und wenn Sie an Dinge wie Smart Meter oder Industrieprozesse denken, und ich stimme dem Rüdiger zu, die größte Gefahrenstelle ist nicht das Netz, sondern ist das Endgerät am Ende des Tages. Und natürlich muss man sich über die Sicherheitsthemen Gedanken machen. Ja. Dazu, Sicherheit und auch Verfügbarkeit als wesentliche Themen. Verfügbarkeit bedeutet, dass das Netz auch da ist, wenn man es braucht. Und da gibt es mit 5G auch neue Möglichkeiten, nämlich dass man sehr hohe Verfügbarkeiten definiert für übers Netzwerksleistung, wo man Kunden so einen bestimmten Teil des Netzes gibt oder gewisse Funktionalitäten. Und technisch gesehen, dass man zum Beispiel einer Firma dort zusätzlich ein Funknetz aufbaut, aber das eigene Funknetz auch mitverwendet und damit zwei Netze übereinander liegen hat, so Overlay-Netze, und in Realtime, also ohne dass eine Applikation was merkt, zwischen diesen beiden Layern hin und her schalten kann und damit extrem hohe Verfügbarkeiten auch realisieren kann. Also für Anwendungen, die sensitiv sind, wo es wichtig ist, dass die auch immer funktionieren, ist es nicht auch ein wesentlicher Punkt, wo bei 5G auch ein Fokus drauf liegt. Ich möchte inhaltlich vielleicht zum nächsten Punkt gehen, was Sie auch angesprochen haben, Herr Sommer, und zwar die nicht technischen Auswirkungen dieser Technik und der Digitalisierung auf unser Leben. Vorgestern hat mein Dreijähriger im Wohnzimmer gesagt in der Früh, komm Alexa, wir gehen in den Kindergarten. Und ich habe dann kurz versucht in zwei Sätzen, na, noch nicht, ja, aber vielleicht bald, ja, ich weiß es nicht, ja, dass er sie mitnehmen kann. Aber wo geht denn das, wo wird sich das auswirken, wie geht das, ja? Also ich glaube, das wird sich ganz stark auf alle Lebensbereiche auswirken. Wir haben teilweise auch schon von Unternehmen mitbekommen, dass weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ängste haben, dass sie dann, ich würde es nicht sagen sabotieren, aber manche Maschinen nicht so benutzen, wie sie benutzen könnten, weil die das Gefühl haben, der Roboter nimmt ihnen den Job weg oder so. Das heißt, auch diese Akzeptanzen und eine Schaffung dieser Akzeptanz ist ganz entscheidend wichtig, damit die Technologie auch eingesetzt wird. Das betrifft natürlich die Gesellschaft als Ganzes auch. Also wo man, und da meine ich, sind auch diese Use Cases so entscheidend, weil die Use Cases zeigen, dass irgendetwas funktioniert. Das ist einerseits der Digitalisierungstransfer in Richtung der mittelständischen Unternehmen, der kleinen Unternehmen in Österreich. Wenn die sehen, die Großen haben jetzt die Produktion digitalisiert, mit 5G, sagen wir als Beispiel, und das kostet nicht allzu viel, dann kann ich es mich auch trauen. Aber ich würde es mir nicht als Erster trauen als mittelständisches Unternehmen. Und das Gleiche gilt auch für die Gesellschaft in der Breite, dass man einfach mit verschiedenen Use Cases auch einfach zeigen kann, ihr braucht euch nicht fürchten, es hilft euch im Alltag, manche Dinge zu bewältigen, bessere Entscheidungen zu treffen, interessantere Entscheidungen zu treffen, vielleicht spielerisch etwas zu machen, was auch immer. Und ich glaube, deswegen ist das so entscheidend. Und ich glaube, für uns alle die große Herausforderung ist, auch ein Verständnis dafür zu haben, dass die Technologien gut sind und wichtig sind, aber dass man auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menschen mitnimmt, weil die technologische Entwicklung geht rasend schnell voran. Und teilweise merkt man gar nicht, wie schnell sie vorangeht, aber es ist unfassbar schnell eigentlich. Ich merke es nicht, weil ich die ganze Zeit zugehe. Ja, genau. Ja, genau.
Überlegt man sich das bei der Entwicklung schon auch, welche Auswirkungen das dann haben könnte, in dem Fall diese, auf eine ganze Generation oder auf Generationen? Ich spreche da auch Sachen an, weiß nicht, Jugendliche zu meiner Zeit, die haben sich noch in Clubs am Abend verabredet. Heutzutage sagen die, gefällt mir nicht und machen sich das so aus. Ist das mit ein Gedankengang, wenn man sagt, pass auf, wir sind so weit vorn, wir treiben das voran, aber die Auswirkungen, die das vielleicht später auf die Gesellschaft haben wird oder haben kann? Also die Dinge, die Sie ansprechen, also weder das Smartphone noch Tinder oder was immer Sie mit der Applikation meinen, haben wir entwickelt oder haben wir erfunden. Nein, aber am Ende des Tages, wir stellen die Basis oder wir stellen die Netze zur Verfügung. Natürlich macht man sich, wenn man neue Technologien einführt, vorher Gedanken über gesellschaftspolitische Auswirkungen und über gesellschaftspolitische Herausforderungen. Aber ich glaube, da sind nicht nur wir als Netzbetreiber gefordert, sondern da sind wir alle hier in Österreich und auch in Europa gefordert. Und ja, das ist unbestritten, dass uns die eine oder andere gesellschaftspolitische Herausforderung, und ich würde das jetzt nicht auf 5G oder auf den Mobilfunk reduzieren, aber mit der Digitalisierung bevorsteht. Ja. Sie haben vorher erwähnt, es gibt Angst um den Arbeitsplatzverlust. Es werden ganz neue Berufe entstehen, von denen wir jetzt noch nicht einmal wissen, dass die entstehen. Das heißt, ich glaube, von uns allen ist viel mehr Flexibilität gefordert. Von uns allen ist gefordert, dass wir ständig lernen, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Gewisse Tätigkeiten werden viel spezialisierter sein als in der Vergangenheit, weil einfache Tätigkeiten oder repetitive Tätigkeiten werden wahrscheinlich durch Roboter oder Ähnliches ersetzt. Und über alle diese Dinge muss man sich Gedanken machen. Ja? Ein Aspekt, der ist nicht von mir, sondern der ist von Sabine Herrlitschiger von Infineon. Das Beherrschen der Technologien, und ich sage jetzt was zum Beispiel Advanced Data Analytics, künstliche Intelligenz, auch vielleicht Edge und Cloud, ist auch entscheidend wichtig, dass wir die europäischen demokratischen Werte verteidigen können. Wenn man sich anschaut, in anderen Bereichen der Welt, gerade wenn es um Datenanalytik geht und auch jetzt um Einfluss bei Wahlen und so weiter, oder auch um ethische Grundsätze, und da spielt auch die Datenschutzgrundverordnung eine Rolle. Und ich glaube, die Auswirkungen sind viel, viel größer, als man das manchmal das Gefühl hat. Und das ist so, diese europäischen demokratischen, konsensualen Werte sind extrem wichtig. Und die kommen teilweise auch ein bisschen unter Druck. Und da spielen diese Technologien und auch das Know-how in Europa, wie man mit diesen Technologien umgeht, eine überragende Rolle. Sind wir da besonders überlegt auch oder überlegt her im Vergleich? Also zum Beispiel jetzt, wenn ich an die Datenschutzgrundverordnung denke, wo man dann sagt, der Schutz personenbezogener Daten ist einfach ganz, ganz wichtig. Das führt auch dazu, dass Unternehmen, die nicht in Europa ansässig sind, zum Beispiel Daten plötzlich in Europa speichern. Also da entstehen dann auch teilweise neue Geschäftsmodelle. Und wir haben halt eine andere Sensibilität, wenn es um personenbezogene Daten geht, als andere Regionen der Welt. Und ich glaube, das ist auch gut so und das trägt ja auch dazu bei, jetzt, ich nenne es Demokratie als ein Beispiel, um die Demokratie auch wirklich zu leben. Und wir sehen ja auch teilweise sogar Angriffe auf die Demokratie, das haben wir ja mitbekommen bei verschiedenen Wahlen jetzt. Und da spielt das eine entscheidende Rolle. Und ich glaube, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich glaube, es gibt ein gewisses Suchtverhalten, wo wir alle gefordert sind, da entgegenzuwirken. Nur Suchtverhalten gibt es auch bei anderen Mitteln, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, dort gibt es genau die gleichen Herausforderungen. Und wir, oder zumindest für Österreich sprechend, wir übernehmen da einen Teil der Verantwortung. Heute sind wir auf Einladung des FMKs hier. Ich glaube, das FMK leistet sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit in vielen Themen und in vielen Bereichen des Mobilfunks. Wir sind alle drei Mitglieder, alle drei Betreibermitglieder in der Internetoffensive Österreichs, die zum Beispiel mit dem Familienministerium gemeinsam an diesen Dingen arbeitet. Ganz wichtig ist in diesem Umfeld, glaube ich, Aufklärung im Sinne von nicht nur die positiven und die guten Seiten zu erwähnen und zu diskutieren, sondern durchaus auch die Risiken in den Vordergrund zu stellen oder transparent zu machen und hier mit unterschiedlichen Institutionen, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Schulen daran zu arbeiten, dass man neue Technologien und auch die Vorteile neuer Technologien dort einsetzt, wo sie Nutzen bringen, sie durchaus aber auch der Risiken und der Gefahren bewusst ist, die sie mit sich bringen, vor allem gesellschaftspolitisch, sei das, ich bewege mich nur mehr in einer Blase in meinen Social Medias und bekomme halt nur mehr Informationen in diesem Bereich und bin eigentlich vom Rest der Welt völlig abgeschnitten. Und das sind Dinge, die wir alle ernst nehmen müssen und wie wir alle unseren Beitrag leisten müssen. Wo sich allerdings intern auch neue Geschäftsmodelle wieder entwickelt haben. Ja, das sind ja teilweise auch Berufe, die man vorher gar nicht kannte, von die es gar nicht gab, ja, und die jetzt plötzlich funktionieren und wunderbar funktionieren. Ja, ja.
Also noch ein Zusatz oder sagen wir? Nein. Weil, Sie haben es angesprochen gerade, den gesundheitlichen Faktor oder die Diskussion, die in Österreich auch immer eine große ist, auch wenn es bei uns in Berichten und Medienberichten ums Thema Gesundheit und Risiko im Mobilfunk geht, ist das immer ein heiß diskutiertes. Da kriegen wir viele Zuschriften von Zusehern, da laufen die Telefone heiß und die sagen, wie ist das jetzt wirklich? Und jetzt gibt es ja schon erste Langzeitstudien oder zumindest beginnen jetzt die ersten Ergebnisse herauszukommen von Langzeitstudien, wenn man, ich weiß nicht, wie viele Jahre man da von Langzeitstudien sprechen kann, aber so ab Anfang der 90er Jahre, wo dann breitenwirksam wirklich die Telefone auch in Österreich, wo jeder eins hatte, so quasi begonnen haben und wo man dann sagt, wie sind da jetzt zum Beispiel die Unterschiede oder wie werden die Unterschiede sein, was elektromagnetische Felder vom 4G auf 5G, werden sich die verändern, werden die mehr, werden die weniger, werden die intensiver, werden die Antennen eben anders oder stärker oder nicht, wie wird sich das, kann man da jetzt schon was sagen, verändern? Ja, es gibt diese internationalen Grenzwerte, die von der WHO definiert sind, die auch vom Europäischen Rat als Empfehlung draußen sind. Und die sind österreichweit prinzipiell gültig. Die werden wir auch mit 5G einhalten. Da werden wir auch schauen, dass es alles innerhalb dieser Grenzwerte ist. Die sind definiert über einen, wo gewisse Auswirkungen mit einem Faktor 50 dann noch runtergenommen sind, also sagen, dass wirklich absolute Sicherheit ist. Ja, also das zu dem Thema und zum Thema mehr Sender, viele, viele kleine Funkzellen. Ja, natürlich, wenn man viele Funkzellen hat, dann hat man dort elektromagnetische Felder, aber wie schon gesagt von Markus, die Sendeleistung dieser kleinen Zellen ist sehr gering. Viele Themen, die wir jetzt gestreift haben und auch ein bisschen in die Tiefe gegangen sind, wobei ich davon ausgehe, dass viele hier im Publikum da auch schon sehr versiert sind, was diese Themen angeht. Ich meine, ein bisschen werden Sie noch da bleiben und es gibt im Anschluss vielleicht noch das eine oder andere Vier-Augen-Gespräch, das da, ja. Ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Interesse und natürlich, dass Sie hierher gekommen sind auf den wunderschönen Donauturm, die Aussicht war zumindest am Nachmittag heute genial. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und Ihr Know-how. Wünsche alles Gute. Man hat schon ein bisschen Lust bekommen und ist sehr neugierig geworden auf das, was da im Zuge des 5G-Netzes und aller weiteren 6G, 7G, 8G, 6G haben die Amis schon, also jetzt auf uns zukommt. Vielen herzlichen Dank, die Herren, und danke auch dem Publikum.